Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Zorka und an meiner Seite natürlich, wie sollte es in dieser Season anders sein, der Hetschinski für den Ligatalk. Moin. Moin, Zorka. Freut mich, hier zu sein. Sehr schön. Mich freut es nämlich auch. Aber mich freut natürlich auch, dass AMD wie immer das Projekt hier unterstützt. Daher nochmal vielen Dank. Und jetzt geht es wieder in die neue Season, in die Season 13 mittlerweile. Die Warsteiner Music Hall wartet auf uns am Ende der Season. Aber wir sind natürlich noch frisch am Anfang und wollen nochmal so ein bisschen über die Teams sprechen jetzt zuerst, weil es hat sich natürlich in der Offseason traditionell viel getan, muss man sagen. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt mit dem zumindest gerade noch ersten Team an, was gerade ganz oben steht, nämlich Expert eSport. War so die Überraschung der Offline-Finals, muss man sagen. Vorher Playing Ducks, das komplette Lineup zu Expert eSport gewechselt. Und da wollen sie jetzt auch wieder ein bisschen ja, an die Erfolge anknüpfen. Ja, ich denke, dass das eigentlich ganz gut funktionieren müsste. Neue Orga ist natürlich cool für die Jungs. Nehmen den Coach mit, oder die Coachin mit, den Analyst mit Frosty. Spielen als Team so weiter zusammen. Das Team, das hat man ja auf den Finals auch gemerkt, harmoniert extrem gut, auch was so die emotionale Schiene angeht. Und ich finde es immer interessant zu sehen, ob ein Team das über, oder das eben über mehrere Seasons hinweg zusammenbleibt, ob man da wirklich diese krassen Fortschritte erkennt. Also von erster Season, die sie zusammengespielt haben in Season 11, bis zu Season 12 Ende haben wir auf jeden Fall eine kleine Steigerung gesehen. Ob das jetzt in Season 13 auch noch der Fall sein wird, das ist so die für mich so die große Frage. Aber natürlich geht man, wenn man als Team zusammenbleibt, erstmal als auch als Mitfavorit ins Rennen. Also ich glaube, in die Underdog-Rolle können sich die Jungs von Expert eSport hier nicht mehr schieben lassen. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, dass sich da das jetzt so ein bisschen geändert hat mittlerweile. Und sie haben ja, muss man auch sagen, in der Meisterschaft gut gestartet, direkt auch noch in der Map Games Sprout wieder gewonnen. Also machen direkt oder knüpft direkt da an, wo sie aufgehört haben quasi. Kommen wir mal direkt zum nächsten Team. Das ist jetzt, entspricht jetzt nicht unserer Reihenfolge, aber es passt eigentlich ganz gut, nämlich Epic eSports. Die haben nämlich auch nicht gewechselt, obwohl es wirklich ja, wahrscheinlich für die Ansprüche, die man in der letzten Season hatte, doch eher katastrophal war. Gerade noch so dem Abstieg entgangen. Aber haben sich dazu entschieden, halt jetzt einfach mit dem gleichen Lineup aufzulaufen. Was denkst du dazu? Das ist super schwierig. Es war ja echt knapp bei Epic, dass sie dem Abstieg entgangen sind. Ich denke, man hält da sehr freundschaftlich zusammen bei Epic eSports. Das ist natürlich auch mit der Orga im Hintergrund der Anspruch, dass man eigentlich besser spielt als um den Klassenerhalt. Deswegen finde ich es eigentlich interessant, dass man zusammengeblieben ist und nicht wechselt. Was mir letzte Season aufgefallen ist, ist, dass ein Ultimate halt null in Erscheinung getreten ist. Also der war vorher bei der Season bei den Panthers extrem stark unterwegs und ist deswegen wahrscheinlich auch zu Epic eSports gegangen, weil er die Hoffnung hatte, da halt von einem Solek, von einem Tarsin eben viel mitnehmen zu können. Aber anscheinend ist da noch keine Entwicklung zu sehen gewesen. Das ist nur eine Vermutung von mir. Ich hoffe, dass sie jetzt die Offseason genutzt haben, auch wenn sie nicht sehr lang war, um sich eben auch vorzubereiten, um vielleicht ein paar mehr Mechanismen ins Spiel reinzubringen, sodass jetzt im Spiel vielleicht auch ein bisschen ruhiger zugeht. Weil Epic eSports für mich ein Team ist, das häufig auch recht chaotisch agieren kann. Mit einem Spieler wie Tarsin nutzen sie dieses Chaos aber häufig auch gut aus. Also es ist so, es gehört zu ihrem Stil dazu. Aber ich finde, so ein chaotischer Stil braucht halt auch viel Vorbereitung. Und die müssen sie, die Zeit müssen sie dann einfach investiert haben. Also ich kann es nicht ganz einschätzen. Ich denke, Klassenerhalt könnte für das Lineup wieder drin sein, aber wird nicht einfach. Ja, man muss auch sagen, eigentlich, wenn man das Lineup so liest, ist es auch erstmal nicht schlecht. Also die Erwartungen sind da auf jeden Fall, ich glaube, zu Recht in der letzten Season ein bisschen höher gewesen. Von daher, glaube ich, interessant zu sehen, wie man sich jetzt, weil man eben diesen Schritt gegangen ist, um zusammen zu bleiben, was ein Eika wahrscheinlich auch befürworten würde, wird, glaube ich, eine interessante Sache. Vor allem, weil eben solche Teams wie Expert, vorher Playing Ducks, halt auch noch mitgewachsen sind und das halt noch mal schwieriger wird, sich halt jetzt in der Night Damage Liga zu behaupten. Ja, was hier auffällt, ist halt, dass du hast keinen Coach, du hast keinen Analyst, ne, so der Ingame-Leader oder auch der Taktiker im Team, die müssen selbst mitspielen, was halt nochmal doppelt schlaucht. Und ein Team wie die Playing Ducks, die ja, oder halt Expert eSport, ne, die jetzt auch, die kein Fulltime-Team sind, die machen halt eine deutlich bessere Arbeitsteilung dann. Mhm. Und ich denke, das ist halt auch das effektivere Trainieren bei Expert. Das ist so das, was wir
von außen auch sehen können. Und das ist vielleicht auch so der große Nachteil, den Epic Esports dann hat. Da fehlt es am Grundgerüst. Ja. Vor allem, weil man ja eigentlich, ich glaube, es war 2020 so die erste Season angepeilt hat, auch Fulltime zu gehen mit dem Team und mit der neuen Organisation im Rücken. Ja, es bleibt spannend. Und kommen wir mal direkt passend zum Gegner, denn sie haben in der Meisterschaft schon gegen Ad Hoc Gaming gespielt, die natürlich jetzt aufgestiegen sind in der letzten Season in der Nighthane Damage Liga. Und da haben sie direkt mal 0-2 gewonnen und Ad Hoc hat so ein bisschen seinen Ruf vorgeeilt quasi. Sind natürlich auch einer der Favoriten, würde ich sagen, auf dem Papier für die Playoffs, um da schon mal vorzugreifen. Aber sie haben halt die auch direkt gewonnen und jetzt in der Damage Liga am Start. Genau, das ist ein cooles Lineup. Also ja. ich bin ein riesen Fan von dem Ad Hoc Gaming Lineup, weil wir du hast einen David K. dabei, super sympathischer Typ, der 11. Season hat er bei Expert eSport ausgeholfen und ist mit ihnen dann Meister geworden. Saiken, super krass dabei, auch immer. Also für mich auch ein sehr starker Spieler in Deutschland, den man wirklich nicht unterschätzen sollte. Ne? Alex Ea, Patrick, die darf man da nicht vergessen. Und Mali hatte sich ja dann mit dem alten Berserk-Liner einen Namen gemacht und ist dann darüber zu Ad Hoc Gaming gekommen. Das heißt, man hat sich da so sehr starke Spieler aus der deutschen Szene gepickt. Das ist meiner Meinung nach ein sehr homogenes Lineup, das mit MXO auch noch einen soliden Coach dabei hat. Also da können wir viel erwarten. Für mich sogar ein Finals-Anwärter. Also ich muss sagen, auf dem Papier liest sich das wirklich schon so Top-2-Team in der Nighthane Damage Liga. Also ich glaube, da können sie auf jeden Fall auch Attacks noch mit ärgern, weil eben dieser Three-Man-Core aus Saiken, Patrick und Mali ist halt super stark, ne? Vor allem eben auch, eigentlich muss man wirklich alle drei nennen, also das ist wirklich unglaublich. Patrick vorher bei den Panthers wirklich immer so der Spieler, der halt wirklich rausgeguckt hat. Mali natürlich bei Berserk wurde auch MVP und Saiken natürlich auch. Ich weiß gar nicht, er hatte, glaube ich, vorher mal eine Season auch noch gecallt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur Alex R. macht bei Ad Hoc Gaming. Das wäre vielleicht auch noch interessant zu wissen. Aber wirklich halt unglaublich starkes Line-Up und natürlich auch schön zu sehen, so eine Organisation halt in der deutschen Szene, in der CS-Szene halt auch noch zu sehen. Also da sieht man auch, dass sich das einfach immer noch mehr etabliert und auch nochmal professioneller wird, weil Ad Hoc Gaming, muss man sagen, hat ja wirklich eine große Infrastruktur einfach. Also sie haben da auch, hat man ja auch gesehen, wenn man auf Social Media verfolgt hat, immer mal wieder in die ins Bootcamp auch gezogen. Ich glaube, vor dieser Season jetzt auch schon haben nochmal explizit trainiert, um sich jetzt zu akklimatisieren, weil immer, wenn man aufsteigt, ist natürlich immer so, die ersten 2-3 Spiele können vielleicht ein bisschen holprig werden, so, weil es dann auf einmal doch wieder stärkere Gegner sind, aber in der Meisterschaft direkt gezeigt, 2-0 gewonnen und sind, glaube ich, auf einem guten Weg. So. Ja, ist ein guter Einstieg. Waren sich auch nicht so schade dafür, über die Diff richtig, 2 genau, zu gehen. Das ist nämlich auch gut. Das ist, denke ich, das zeigt auch, dass sie sehr, sehr selbstbewusst sind, was das angeht. Da war ja, glaube ich, die Frage zur 12. Season, wer bekommt den Invite zur Diff 1 und da hat Etex dann den Vorzug erhalten. Und ich glaube auch nicht, dass ein Alex Ehr oder so sich dann gesagt haben, das war jetzt nicht gerechtfertigt, weil Etex hat direkt darauf die Season dann auch gewonnen. Also da muss man schon sagen, dass Etex wahrscheinlich noch ein Stück voraus ist. Aber wenn man dem Ad Hoc Gaming Lineup halt ein bisschen Zeit gibt, dann können die wahrscheinlich auch oben angreifen. Aber das ist halt schon ein weiter Blick in die Zukunft. Ja. Müssen wir mal gucken, ob sich da Ad Hoc Gaming nochmal für revanchiert, dass Etex ihnen da den Invite-Slot weggeschnappt hat. Aber Team Prismatic war zumindest in der Div 1 war es einmal. Jetzt ist es nämlich Raise Your Edge Gaming mit Denim, Max, Trip, Thrazer und Like. Also Like und, ich glaube, Thrazer sind die einzigen Überbleibsel der von Prismatic. Und die anderen drei hat man natürlich auch schon mal ein bisschen gehört. Denim natürlich vorher von Unicorns of Love. Ist so ein bisschen das Wildcard-Team, oder? Für Denim ist es vor allem das Wildcard-Team. Der wusste bei den Finals noch gar nicht, ob er die Season überhaupt irgendwo mitspielt. Und jetzt kann er halt nochmal in Div 1 spielen, kann auch gegen die Unicorns of Love spielen, wo er vorher drin war. Ja. Das Interessante finde ich, dass QK
gewechselt ist. Das ist so ein Wechsel, der in der deutschen Szene ein bisschen untergegangen ist, aber auch interessant ist, finde ich, weil QK einer der herausstechendsten Spieler von Prismatic in der letzten Season war. Der ist zu TKA eSports gewechselt, wo es auch einige Fluktuationen gab. Also gerade die Aufsteigerteams müssen ein bisschen aufpassen, ob sie mit den Wechseln sich nicht ins eigene Fleisch geschnitten haben. Und bei Razor Edge Gaming, die ja den Klassenerhalt dann gerade so geschafft haben, wird es halt interessant zu sehen sein, ob sie ohne einen QK klarkommen. Aber dafür haben sie natürlich einen Denim, der auch ein sehr starker Fragger war dieses Season bei den Unicorns of Love. Ja, muss man sagen. Auch Trip mal wieder dabei, den hat man ja, glaube ich, schon lange nicht mehr in der Div 1 gesehen. War, glaube ich, auch so mit Aika mit Entropy damals ein bisschen hochgekommen. Genau, und dann wurde es ein bisschen ruhiger um ihn. Jetzt aber auch wieder am Start. Was ich aber ein bisschen schade finde, muss ich sagen, weil so den Eye-Test, muss ich sagen, bei Prismatic ist mir Narell ja auch immer stark aufgefallen. Mhm. Der ist aber, glaube ich, noch einfach gerade bei Team Prismatic im Team-Account zumindest. Mal sehen, was sich da noch tun wird. Genau, aber heißt natürlich auch, dass er sich wieder hochspielen muss. Narellia war der Ingame-Leader bei Team Prismatic. Das heißt, sie haben den Ingame-Leader ausgetauscht. Ich weiß es aktuell gar nicht genau, wer ansagt bei Razor Edge Gaming. Also wenn das irgendwie jemand von euch weiß und das auf YouTube schaut, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Dann habe ich ein bisschen mehr, worüber ich erzählen kann, wenn ich die Games caste. Sehr schön. So, kommen wir dann zu Big Ohm Academy. Da hat sich nämlich gar nichts getan. Die wollen jetzt nämlich wirklich diese Season auch angreifen und die Finals diesmal nicht verpassen. Also ich denke mal, das werden die Ambitionen sein. Mit Devran und mit Prosus natürlich die zwei Standout-Spieler. Und ich denke mal, sie haben ganz gute Chancen, oder? Ja, definitiv. Die Chancen waren ja auch letzte Season da. Auch wenn sie das aus eigener Kraft halt nicht geschafft haben, auf die Finals zu kommen. Nur ganz knapp gescheitert. Die Season gab es halt viele Umbrüche bei den großen Teams und das sind jetzt natürlich die Games, wo sie dann viele wichtige Punkte sammeln können. Ne? Wenn du so einem Unicorns of Love deine Map abziehst, vielleicht kannst du einen Attacks ärgern, die haben auch nicht gewechselt. Ne? Also es ist dann immer die Frage, wer kann den großen Nemesis in der deutschen Szene oder halt in der 19 Damage Liga dann schlagen, wer kann Attacks eine Map abnehmen. Letzte Season war es das Expert-Lineup, das das als einzige geschafft haben. Und diese Season gibt es wahrscheinlich so ein paar Contender, die Attacks noch härter ärgern können, weil die Vorbereitung dann auch besser aussieht. Und Big Omen Academy ist für mich eins dieser Teams, das die Überraschung schaffen kann und auf die Finals kommen könnte. Richtig. TKA ist natürlich der Aufsteiger, muss man sagen, die aus, ich weiß gar nicht, ob es 2.1 war, ich glaube schon. Und ja, man muss auch sagen, war ein bisschen Kampf. Die Season davor unglücklich am Ende nicht mehr geschafft. Waren so ein bisschen mit TDS eSports das Team aus der zweiten Division, die das für Aufruhr gesorgt haben, wo man gedacht hätte, da kenne ich doch eher niemanden. Und auch die Organisation hat man vorher noch nicht so häufig gesehen, vor allem nicht um den Aufstieg irgendwie in die Div 1 oder so. Deswegen, da haben sie sich endlich hochgekämpft. Jetzt sind sie hier. Aber wie siehst du die Chancen, dass sie auch in der Div 1 bleiben werden? Absolut keine Ahnung. Dadurch, dass sie halt gewechselt haben, kann man die Ergebnisse von der Vorseason nicht wirklich werten. Ja. Dann ist die Div 2 auch, die ist stark, keine Frage, aber immer noch ein Stück hinter der Div 1 hinten dran. Das ist auch so ein Team, das halt krass überraschen kann, das vor allem mit einem guten Start sich dann vielleicht auch in eine Ausgangslage bringen kann, wo man vielleicht sogar um Finals mitspielt, aber genauso gut kann es sein, dass sie noch nicht so gut aufeinander klarkommen. Und erst in der Schlussphase dann Punkte sammeln, wo es dann eher um den Klassenerhalt geht. Also Abstiegskampf ist da eher ein Stichwort. Ich weiß nicht, ich bin kein Fan davon, wenn ich aufsteige und dann wechsle. Weil eigentlich habe ich ja viel erreicht und habe gut gespielt in der letzten Season. Und hier dann wirklich, ich glaube, drei Leute austauschen. Also QK, Speicher und ich meine sogar Knoxville sind neu. Das ist natürlich eine sehr krasse Veränderung. Also da bin ich gespannt, ob der anfängliche Pack-Style oder halt je nachdem, wie schnell man Systeme da eben reinbekommen kann, ob das funktionieren kann bei den Spielern, die recht unerfahren in der First Div sind. Ja. Deswegen eher Klassenerhalt, Abstiegskampf bei TK eSports. Aber vielleicht überraschen sie mich. Ja, man hat sie auch in der letzten Season gesehen, Prismatic und Big Ohm Academy auf jeden Fall gut oben mitgespielt. Aber
natürlich das Maß aller Dinge. Kommen wir zum nächsten Team. Ist natürlich nach wie vor ATX, muss man sagen. Titelverteidiger haben direkt ihre Debüt-Comeback-Saison gewonnen. Auch sehr verdient am Ende gegen die Unicorns of Love auf den Finals. Und die haben auf jeden Fall Blut geleckt und wollen auch in Dortmund dann mit am Start sein und das Ding natürlich dann auch von der Crowd in die Höhe hieven. Genau, also siehst jetzt, du auch als jetzt Favorit, gilt's, ne? In Dortmund, ne? Also jetzt Offline-Finals vor Publikum sind dann nochmal ein bisschen was anderes, nochmal ein krasseres Achievement dann auch. Das Line-Up ist, es funktioniert halt einfach extrem gut, finde ich. Ne? Du hast mit Cressy und Stefan zwei unglaublich intelligente Spieler, du hast die enorme Firepower von Mantu, eine sehr verlässliche AWP mit Slacks und natürlich ein Ingame-Leader, der auch international einiges an Erfahrung hat, zumindest in ESEA und MDL. Also da passt die Mischung einfach perfekt und deswegen für mich Alternate ATX auch in dieser Season wieder der Favorit auf den Titel. Aber das ist ein relativ einfacher Call, hast du ja eben schon gesagt. Ja, ist ein leichter Call. Die Buchmacher da auf jeden Fall oder leicht beratend. Kommen wir zum nächsten Team, nämlich Ironix Gaming. Und da hat sich doch schon das eine oder andere getan, muss man sagen. Also ich glaube, nur Perks und Sia sind noch vom vorherigen Lineup mit dabei. Es war ja auch so ein Team, was sich eigentlich so ganz gut zusammen hochgespielt hatte, zumindest dieser Dreier-Core. Arno tatsächlich hat sich mal von seinen Mates getrennt, hat aber, glaube ich, auch noch keine neue Heimat gefunden. Und dafür sind gekommen Preet, Paddy und Red, also das andere Duo der deutschen CS-Szene, die auch schon ewig zusammen spielen seit Ice on You, glaube ich. Ja, ich nenne es immer das Ice on You Duo. Ja, die sind dann ja zu den Panthers, haben da eine gute Season mit Sonics zusammengespielt, was dann letzte Season nicht so gut lief. Ich glaube, da war auch früh in der Season der Wechsel, dass Red rausgeworfen wurde bei den Panthers oder gehen wollte, man weiß es nicht. Preet, Paddy, Red ist eine saugeile Kombi. Perks, starker Spieler, war ja auch mal bei Big Omen Academy. Von Sia bin ich an sich auch überzeugt, also niemand, wo ich jetzt sagen würde, der gefällt mir nicht in dem Lineup. Das ist so ein Team, das richtig gute Underdog-Chancen hat gegen fast jeden Gegner. Also da, also ich will jetzt nicht sagen, ich erwarte viel, aber ich freue mich auf die Matches. Also Ironix Gaming zuzusehen wird wahrscheinlich sehr viel Spaß machen, weil Red auch ein ziemlich guter Kopf ist, was CS angeht. Also der hat da richtig viel Ahnung. Naja, man muss auch sagen, vor der letzten Season hatten wir nämlich Cressy, beziehungsweise ganz ATX mal gefragt, wer so ein bisschen Player to Watch werden wird. Da hatte Cressy nämlich Preet genannt. Und ich muss auch sagen, vor allem auf den Finals sind natürlich, oder haben am Ende ja verloren. Aber da war auf jeden Fall auch ein Spieler, der sehr interessant war anzuschauen und auch einfach sehr stark, muss man sagen. Also das war ja eigentlich auch seine Rookie-Season so bei Expert, also das erste Mal Div 1. Hat da, glaube ich, auch ganz gut abgeliefert. Und jetzt hat er nochmal ein Team, wo man halt jetzt nicht so die riesen Namen hat, wo er vielleicht nochmal so einen größeren Durchbruch haben könnte. Na, ich bin mir gar nicht sicher, ob seine erste Season war, weil ich glaube, er ist die Season davor von Big Omen Academy zu Expert gewechselt. Aber es ist eigentlich an sich auch egal. Okay. Er hat wirklich eine gute Finals gespielt, auch wenn sie keine Map gewonnen haben. Es ist immer gut für junge Spieler, wenn sie sich offline halt trotzdem zeigen können, wenn sie ihre Situation ganz gut ausspielen. Es gibt halt jemanden, der eben die Show gestohlen hat, das war meiner Meinung nach Vanik bei den Playing Ducks. Klar. Halt jetzt Expert, ne? Ja. Der hat allen die Show gestohlen. Aus dem Nichts spielt er super Finals, ne? War super aufgeregt und so, das war schon sehr krass von Vanik. Aber Preet natürlich auch ein Player to Watch, da kann man ATX auf jeden Fall zustimmen. Ob es jetzt bei dem Ironix Gaming Lineup, das aus sehr vielen jungen Leuten besteht, funktionieren wird, wird die Zukunft zeigen. Also es ist schwer zu predikten, aber ich bin guter Hoffnung für Ironix Gaming. Ja, und auch wieder Duo, sogar Doppel-Duo-Action bei den Unicorns of Love. Einmal Kazuya Crispy, die geblieben sind, aber auch JDC und Eddie, das Neuzeit-Duo des deutschen Counter-Strikes, ist auch mit am Start. Mit oder abgerundet von Okolicious. Der Virtus Pro Zurückkehrer kommt wieder nach Deutschland. Und das muss ich sagen, wirklich ein sehr interessantes Lineup. Ja, ich konnte mich mit Oko auch ein bisschen unterhalten bei unseren Finals. Er war vor Ort. Ja. Ich habe ihn auch ein bisschen zu seiner Virtus Pro Geschichte gefragt. Das hat er auch auf Twitter so geschrieben. Es war so ein Ding, dass er halt in eine Rolle gedrängt wurde, die ihm nicht so gelegen hat. Ich glaube, er hat Supporter gespielt bei Virtus Pro und ich glaube, er fühlt sich mehr als ein Entry-Spieler oder ich werfe was durcheinander und das ist genau andersrum. Aber irgendwas in die Richtung war es. Ich denke, dass er mit Kazuya und Crispy
Support-Spieler in den Reihen hat. Das heißt, den Job muss er nicht übernehmen. Er kann sich wahrscheinlich voll und ganz auf seine Hauptaufgabe konzentrieren. Und dann hast du natürlich einen super Allrounder mit JDC, der gefühlt in jeder Situation gefährlich wirkt. Ja. Und Andy, der halt krass an der AWP ist, wissen wir alle. Bei Andy fehlt mir ab und an die Konstanz an der AWP. Gerade offline braucht er immer sehr lange, um reinzukommen. Aber gut, das wäre dann was für die Finals. Ist ein Team, das definitiv um die Finals mitspielen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Außer es passiert irgendwas sehr unvorhergesehen. Ja, kann man, denke ich, so unterschreiben. Mal schauen, ob Crispy immer noch die AWP ab und an mal nehmen wird oder ob das einfach nur Andy sein wird. Wahrscheinlich schon, aber vielleicht mal mit der Doppel-AWP auf jeden Fall eine Möglichkeit für die Unicorns of Love wieder. Das haben sie auch in der Vergangenheit immer gerne gespielt, Kazuya und Crispy, auch schon bei Auronix und Co. Und damit kommen wir zum vorerst letzten Team, nämlich die Playing Ducks. Die haben nämlich ein komplett neues Line-Up gestellt und da auch ganz interessante Leute verpflichtet. Kennt man auch schon einige, oder kennt man nicht alle, muss man sagen. Mhm. Nevis, NKY, Delcor, Pony-Sun und Synx. Was sagst du dazu, genau. Marvin? Also Synx kennt man ja von den Blue Jays, kenne ich ihn noch. Ich weiß gar nicht, wo er zwischendurch mal gespielt hat. Auch bei Berserk. Bei Berserk auch, tatsächlich. Genau. Ja. Aber er ist ein starker Spieler. Er ist so jemand, den, ich glaube, das sagt Clown auch immer gerne, du stellst ihn an seine Position und er macht seinen Job eigentlich immer super gut. Ne? Ja. Also er macht super wenig Fehler. Nevis in der Szene ja an sich auch bekannt. Ne? NKY hatte ja bei, ich weiß gar nicht, wo er angefangen hatte irgendwo seine Chance bekommen, war dann, glaube ich, bei LYB. Wurde so ein bisschen durchgereicht dann, aber ist auch jemand, den du eben nicht unterschätzen darfst. Ne? Und Delcor, den kenne ich persönlich noch von Final Gaming, als sie damals bei der Nordic Games Convention sich sehr gut präsentiert haben, auch so ein Offline-Event, wo sie sich qualifizieren konnten. Ich kann seine Aufgabe allerdings gerade nicht mehr so richtig in meinem Kopf. Ich glaube, er war eigentlich immer AWP-Spieler. Ne, AWP-Spieler, das hätte ich auch gesagt. Das Line-Up wirkt ein bisschen zusammengewürfelt, aber nicht so zusammengewürfelt, dass ich sage, es kann nichts werden oder es wird nur Pack-Style. Sie haben einen Coach dabei, junge, hungrige Spieler. Ich glaube, dass man da mit sehr viel Ambition rangehen wird. Du kannst von Anfang an in Div 1 angreifen, dich mit den Besten der deutschen Szene messen. Ich denke, dass es dass die sehr hungrig sein werden und dass die auch ein Team sind, das für die ein oder andere Überraschung sorgen kann. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sich das deutsche CS immer mehr in eine diszipliniertere Richtung entwickelt, in eine mehr taktischere Richtung. Das heißt, diese Überraschungssiege sollten immer weniger werden, aber das ist nur mein Gefühl. Keine Ahnung, ob das zutrifft. Ja, ich muss sagen, auch Delcor ist mir eigentlich so am meisten ins Auge gefallen bei den Line-Up, weil er war eigentlich so, oder ist eigentlich immer noch ein sehr gutes Talent an der AWP in Deutschland. Ist ja auch eine Sache, die bei uns momentan sehr stark heranwächst, wenn man so ein Slex und Co. sieht. Oder Devran natürlich auch. Deswegen, da bin ich sehr gespannt, wie er sich jetzt auch in der Div 1 der Night of Damage Liga präsentieren wird. Weil vorher hat er, glaube ich, kurz mal bei C-Play gespielt, auch in der Meisterschaft in der ersten Division. Aber ich glaube, dann hat es nicht mehr geklappt bei C-Play und seitdem so ein bisschen, ich weiß nicht, ob rumgedümpelt in Anführungsstrichen. Ja, hat natürlich auch nochmal bei Planet Key Dynamics gespielt. Von daher eigentlich prominente Teams und auch gute Erfahrungen jetzt nochmal so bekommen. Mal sehen, wie es jetzt in so einem Lineup ist, wo er auch wieder so ein bisschen die Underdog-Rolle hat. Vanek hatte tatsächlich auch mal mit ihm zusammen gespielt und er hatte da gesagt, dass er super AWP-Spieler ist und viel auf Kommunikation achtet. Von daher würde das eigentlich ganz gut passen zu dem, was du eben gesagt hattest, mit vielleicht auch ein strukturiertes Team. Oder jetzt nicht so Pack-Style. Mal sehen, wer da so ein bisschen um die Abstiegsplätze spielt in der Night of Damage Liga jetzt. Sag mal doch mal deine Top 4. Was denkst du, wer schafft es jetzt am Anfang der Finals? Einfach so ins Blaue hinaus, wer schafft es auf die Finals? Ich gehe natürlich erstmal auf Alternate Attacks. Das ist safe, ja. Der Safe-Call für mich. Die Unicorns of Love, starkes Line-Up, nehme ich mal als zweites. Expat eSport, weil sich die Entwicklung natürlich sehr gut abzeichnet. Und ich bin großer Fan vom Konzept dieses Teams bin. Und ich gehe als viertes auf Ad Hoc Gaming. Einfach, ich denke, wegen der Namen. Big Omen Academy wäre dann wahrscheinlich so Team Nummer 5, die sich mit Ad Hoc oder Expat dann darum streiten, wer den
vierten Platz bekommen. Es gibt einige Teams, die das ärgern können. Epic fliegt jetzt so ein bisschen unterm Radar wegen der letzten Season. Aber ich denke, niemand in der 19 Damage Liga wird irgendwen noch unterschätzen. Selbst die Aufsteiger sind inzwischen nur noch auf dem Papier Underdogs und nicht mehr in den Köpfen der Spieler. Ja, würde ich eigentlich auch so unterschreiben. Nur ich glaube, das hatten die Expert-Spieler auch selber gesagt, dass sie sich so ein bisschen auf dem vierten Platz, glaube ich, sehen würden, dass da wieder halt hart umkämpft wird. Und wahrscheinlich auch wieder gegen Big Ohm Academy, wie du es gerade schon angesprochen hattest. Und ich muss sagen, ich wäre schon sehr enttäuscht, wenn Ad Hoc das nicht auf die Finals schaffen würde. Also ich weiß nicht, ob ich sie vielleicht nicht sogar ein bisschen zu hoch rate, aber das ist wirklich ein super starkes Team. Die Ambition bei Ad Hoc ist natürlich auf jeden Fall da, ne? Aufstieg, direkt Finals, das ist da will man natürlich auch abliefern bei so einer Organisation. Richtig. Ich glaube, das müssen sie auch, wenn man das mal so sagen darf. So, und dann kommen wir nämlich zum ersten Match auch der Season, nämlich am Montag heute Abend könnt ihr das sehen, nämlich die Unicorns of Love gegen die Playing Ducks. Ist direkt mal der Einstand von zwei, ja fast komplett neuen Lineups. Du siehst da aber auch wahrscheinlich die Unicorns of Love vorne, oder? Definitiv, also das muss man realistisch betrachten, auch wenn es neu zusammengewürfelt ist bei den Unicorns of Love haben wir Crispy Kazuya, super krass. JDC und Andy, viel Firepower, Okolicious, super viel Erfahrung bei Virtus Pro sammeln können und eigentlich auch sogar gute Ergebnisse bei Virtus Pro abgeliefert. Also das Gesamtpaket bei den Unicorns of Love sieht diese Season sehr gut aus und bei den Playing Ducks wissen wir halt noch nicht, wie das Gesamtpaket funktionieren wird, ne? Wie sie als Team fungieren werden und deswegen Unicorns of Love erstmal Favorit. Aber erstes Match in der Season, eines der ersten Officials für die Unicorns of Love, deswegen kann es auch sein, dass die Playing Ducks mit einem sehr offensiven Stil oder so die Unicorns of Love auch mal gut überraschen können. Aber offensiv, das können die Unicorns of Love, das haben sie letzte Season bewiesen. Also da wissen Kazuya und Crispy auch, wie sie es ansagen werden. Richtig. Kann also einiges passieren im ersten Match. Und wahrscheinlich auch noch so ein bisschen das zweite Highlight-Match, muss man sagen. Direkt das vorgezogene Playoff-Drama hier mit Big Ohm Academy gegen Expert eSport. Also die Jungs haben auf jeden Fall noch eine Rechnung offen mit Aika und Co. Wie siehst du da so ein bisschen das Duell? Das ist ja wirklich auf Augenhöhe, oder? Vor allem ist es auf Augenhöhe, weil beide Teams gewechselt haben. Ja, also man kann es super gut vergleichen. Letzte Season war es ein 2-0 für Expert. Allerdings super knapp. Ich meine, auch Inferno wurde gespielt, wo Expert einfach einen sehr speziellen Stil hat, aber Big Omen Academy gut mit klarkommt. Das ist für mich eine 1-1-Partie. Also, entweder beide Teams haben ein richtig gutes Grundgerüst, bereiten sich richtig gut vor und dementsprechend wird es einfach nur ein richtig, richtig geiler Clash am Donnerstag. Ne, Feiertag auch noch, also nehmt euch Zeit, Leute. Stimmt. Donnerstag, 20.30 Uhr startet das, davor gibt es auch noch ein Match, auf jeden Fall einschalten, weil das wird ein absoluter Kracher. Ja, würde ich auch sagen. Also wenn da ein Team mit 2-0 gewinnen sollte, dann wird auf jeden Fall schon mal der Champagner geöffnet, glaube ich. da kann auf jeden Fall gefeiert werden. So, aber... Ja, man sollte nicht zu viel feiern, aber ich weiß, was du meinst. Nee, aber wir wollen natürlich auch nicht unsere zweite Division oder unsere zweite Division nennen, vernachlässigen. Und da kommen wir einfach mal zum Highlight-Match so ein bisschen der Division 2.1, nämlich Planet Key Dynamics gegen die Weisen. Weil bei Planet Key Dynamics, das war ja vorher so ein bisschen das Team, was auch um den Aufstieg letzte Season mitgespielt hat. Und die haben jetzt auch wieder große Ambitionen, aber da gab es auch wieder einen Wechsel. Genau, Kirby ist drin. Ja. Was ich cool finde, Kirby, starker Spieler, Krimbo noch dazu, von ESG rüber gewechselt. Boosty noch dabei, der auch bei ESG war. Das heißt, Planet Key hat sich deutlich verstärkt. Devisen auf der anderen Seite. Da kenne ich, glaube ich, nur Slunix und Alex. Zumindest Alex habe ich schon mal gehört. Bei Hype bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die Hype heißen. ich gehe hier auf PKD, weil sie die bekannteren Namen haben. Mhm. Aber ich weiß nicht, auch Div 2 bleibt überrascht. Wir können nur predicten. Ich gehe auf Planet Key Dynamics, weil man viel Erfahrung mit drin hat, stärkeren Spieler hat, meiner Meinung nach. Aber Devisen wird gegenschießen, ziemlich sicher. Ja, denke ich auch. Kirby gegen seine ehemalige Organisation vor den Unicorns of Love war natürlich bei Devisen.
Und kommen wir zur Division 2.2, wo auch einige prominente Organisationen sich tummeln, muss man sagen. Und da ist nämlich unser Match am 6. Das ist natürlich der Sonntag. Um 20 Uhr einschalten, No Limit Gaming gegen Panthers Gaming. Und ich muss sagen, das Lineup von No Limit Gaming kann sich schon sehen lassen. Definitiv Chris K., ECFN, Light, Skrunk, Adrian. Ich bin ein Riesenfan von ECFN, der, ich weiß nicht, irgendwie immer sehr schnell aus den Teams fliegt. Aber Chris K. ist auch super stark. Ne? Light, ja, hast du ein guter ABP, Skrunk, einen guten Ingame-Leader. Adrian noch dabei. Was mir, glaube ich, nicht gefällt, da müsste ich aber nochmal nachgucken, ist das No Limit, obwohl sie die Ressourcen dafür haben, ohne Coach und ohne Analyst arbeiten. Ich glaube, gerade in der Div 2, wenn die Season ein bisschen fortgeschritten ist, kann dir ein Analyst und ein Coach extrem hilfreich sein und dir eben die nötige Vorbereitung gegen kleinere Teams liefern, die meistens schlechter adaptieren im Verlauf der Season. Und ich denke mal, sie gehen den Schritt mit diesem Lineup. Das soll so der sichere Aufstieg sein, für mich der klare Favorit, wenn es um den Aufstieg geht. Und gegen die Panthers, die ja letzte Season aus der Div 1 abgestiegen sind, sollte hier auch das 2-0 drin sein. Ja, denke ich auch. Wahrscheinlich wartet man da jetzt noch die Season ab. Erwartet auch einfach, dass man aufsteigt und vielleicht wird dann nochmal so ein bisschen am Stuff auch geschraubt. War ja auch die Organisation, die das vorher auch schon hatte, mit Mizaras und Co., wo sie Wert drauf gelegt haben. Aber ich denke mal, das ist noch was für die Zukunft. So. Ja, denke ich auch. Herr Czinski, wir sind durch. Sauber. Sauber. Die Season kann starten, würde ich sagen. Heute geht's schon los. Schaltet auf jeden Fall ein. Auf jeden Fall auch Donnerstag natürlich. Mit den schönen Clash zwischen Big Ohm Academy und Expert eSport. Lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen. Und da muss man natürlich noch dazu sagen, spielt eure schönen Spiele in der in eurer eigenen Division. Du bist wahrscheinlich auch wieder am Start. Selbst spielen? Ja. Nein, gar keine Zeit. Spielt. Oh, okay. Ja gut, dann also ihr. Also irgendwie 5 Tage die Woche abends casten. Also da. Ja gut, okay, das wird schwierig Zeit, dann. Irgendwie zu spielen. Dann reicht's auch irgendwann nicht mit CS. Nein. Ja. Genau. Okay, nee gut. Ich danke dir, Herr Czinski, für deine Hilfe hier beim Liga Talk. Natürlich auch nochmal vielen Dank an AMD fürs Sponsoring hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Liga Talk wieder. Schaltet wieder ein am nächsten Montag. Vielen Dank und ciao. Ciao.